Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute für euch ein Video geplant. Offene Buchreihen im New Adult Bereich, bei denen ich erst Band 1 gelesen habe. Das ist ein sehr langer Titel. Ich muss mal gucken, wie ich das in meinem Thumbnail etc. verarbeite. Ja, ich habe euch ja... Das verlinke ich euch gerne hier, schon mal ein Video gedreht, bei dem ich über offene Buchreihen im Fantasy-Bereich spreche, die ich theoretisch, wenn ich die Bücher kaufen würde, schon abschließen könnte. Aber sie bei mir halt noch offen sind. Jetzt wollte ich das gleiche Video im New Adult-Bereich drehen und da ist mir aufgefallen, dass zu fast allen meinen offenen Buchreihen im New Adult-Bereich die finalen Bände noch gar nicht erschienen sind. Also ich zeige euch jetzt quasi 5 Bücher, bei denen ich erst Band 1 gelesen habe, aber die Folgebände noch nicht. Teilweise halt auch, weil die Folgebände noch nicht erschienen sind. Ich würde sagen, ich ziehe mir mal die Bücher hier auf den Schoß und dann starten wir mit dem ersten Buch. Das da wäre A Reason to Stay von Jennifer Benkow. Das ist schon ein bisschen älter und das Buch habe ich damals direkt bei Release gelesen und Band 2 ist auch schon erschienen und es ist ja nur eine Dilogie, aber ich habe ihn noch nicht gekauft und auch noch nicht gelesen oder auch noch nicht mal als E-Book gelesen. Ich erzähle euch jetzt, worum es in dem Band geht. Irgendwo ankommen, nicht mehr weglaufen und vor allem nie wieder in ihrem alten Auto schlafen. Nichts wünscht sich Sybil, genannt Billy, mehr als endlich ein Zuhause finden. Was sie gar nicht braucht, ist noch mehr Chaos in ihrem Leben, bis sie Cedric buchstäblich in die Arme läuft. Mit dem schiefen Lächeln, dem trockenen Humor und der entwaffnenden Ehrlichkeit berührt er etwas in Billy, das sie verloren glaubte. Doch die Gerüchte, die man auf dem Liverpooler Unicampus über ihn erzählt, entsprechen der Wahrheit. Cedric verbringt nie mehr als eine Nacht mit einer Frau. Als Billy den Grund erfährt, weiß sie, dass sie sich von ihm und seiner Dunkelheit fernhalten sollte. Nicht nur zu ihrem Schutz, sondern auch zu seinem. Die nächste Reihe, bei der ich erst ein Band gelesen habe, ist die Cherry Hill Reihe von Lily Lucas. A Place to Love ist der erste Band der Reihe. Sie wird aus 3 Bänden bestehen. Band 2 habe ich sogar auch schon hier. Den habt ihr auch schon in meinem Neuzugänge-Video, August-Video gesehen. Das war jetzt ein gutes Deutsch. Bleibst du jetzt mal bitte hier? Lana versucht die ganze Zeit von der Couch zu springen, aber es geht nicht, weil da ein Tisch steht. Aber sie kapiert nicht, dass sie sich da nur die Rübe stößt. Jetzt komm mal her. Komm mal Platz hier. Komm mal Platz hier. Schaut sie mal aus. Ach, sie ist heute so schmusig. Oh, ja, lecker. Danke. Ich habe mir meine Nase heute schon geputzt. Danke. Ja, kommen wir zurück zu Cherry Hill. A Place to Love ist, wie gesagt, der Reihenauftakt und ich habe das Buch sehr, 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 sehr gerne gelesen, weil ich auch wieder dieses Setting rund um die Cherry Hill Farm so toll fand. Es ist wieder so, ja, wie Lily Lucas schon in der Green Valley-Reihe etwas erschaffen hat. Ein Wohlfühlort, an dem man immer wieder zurückkehren möchte. Seit dem überraschenden Tod ihres Vaters vor 3 Jahren leitet Juniper June McCarthy mit ihrer Mutter und ihren Schwestern Cherry Hill, die Obstfarm der Familie. Die 25-Jährige liebt die Farm im ländlichen Colorado und sie fühlt sich verantwortlich für das Familienunternehmen, das ihrem Vater so viel bedeutet hat und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Deshalb hat sie damals auch ihre große Liebe Henry unter einem Vorwand den Laufpass gegeben, um seinen Zukunftsplänen in Wales nicht im Weg zu stehen. Als er jedoch eines Tages auf Cherry Hill auftaucht, stürzt er June in ein absolutes Gefühlschaos. Switchen wir von einem gemütlichen Wohlfühlbuch zu einer, ja, ich nenne es mal spicy, actiongeladenen Buchreihe, die Boston Bells. Ich denke, auf Bookstagram sind die doch in aller Munde gewesen oder immer noch in aller Munde. Das hier ist der erste Band, Hunter. Und es gibt, glaube ich, insgesamt aktuell 4 oder 5, nagelt mich nicht fest. Ich habe auch Band 2 auf meiner 22 für 22 Liste und habe ihn aber noch nicht im Regal stehen. Das heißt, den müsste ich mir noch kaufen, damit ich meine Challenge schaffe. So, aber um was geht es im Reihenauftakt? Sailor Brennan hat einen Traum. Sie will einmal in ihrem Leben an den Olympischen Spielen teilnehmen.
Alles, was ihr dazu noch fehlt, ist ein finanzieller Sponsor. Da kommt das Angebot einer der reichsten Familien Bostons gerade richtig. Sailor soll für ein halbes Jahr mit Hunter Fitzpatrick zusammenleben und aufpassen, dass das schwarze Schaf der Familie keinen weiteren Skandal anzettelt. Was Sailor nicht weiß, der attraktive Hunter hat sich in den Kopf gesetzt, die strenge Nanny ins Bett zu bekommen und er macht dabei seinem Namen alle Ehre. Dass ich das nächste Buch hochhalte, wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, wenn ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt. All the Broken Pieces and You von Marla Gray aus dem Federherz Verlag. Wie ihr wisst, bin ich aus verschiedenen Gründen nicht mehr so begeistert von dem Verlag. Ich möchte jetzt aber darauf nicht eingehen. Aber ich habe mich ganz lang damals mit Marla unterhalten. Sie ist ein ganz, 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 ganz lieber Mensch und sehr sympathisch. Und ich habe das Buch damals als E-Book gelesen und habe es mir dann noch als Printexemplar gekauft, weil ich sie einfach ein bisschen unterstützen wollte. Und ja, habe dann aber tatsächlich Band 2 nicht mehr gekauft und auch als E-Book oder so nicht gelesen. Würde aber trotzdem gerne wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ashley hat aufgegeben, sich selbst, ihre Träume, das Leben. Seit dem Tod ihrer besten Freundin hat alles an Bedeutung verloren. Erst eine geheimnisvolle Botschaft reißt sie aus ihrer Resignation. Sie macht sich auf den Weg nach Kalifornien. Dort angekommen läuft nichts wie geplant. Entmutigt und verletzt trifft sie auf Jake, der plötzlich zu ihrem einzigen Lichtblick wird. Doch ist seine Hilfe wirklich so selbstlos, wie sie glaubt, oder steht sie am Ende womöglich vor einem weitaus größeren Scherbenhaufen? Last but not least kommen wir zu Westwell. Da ist ja tatsächlich gerade erst Mitte des Jahres der erste Band erschienen. Ich habe ihn auch direkt gekauft und gelesen, weil ich ja der inoffizielle saarländische Lena Kiefer Fanclub bin und ich freue mich auch sehr, dass sie dieses Jahr auf die Buchmesse kommt. Da werde ich mir auf jeden Fall, ich glaube, Nights unterschreiben lassen. Entweder hier Westwell 1 oder Nights. Ich bin mir noch unschlüssig, aber ich glaube, es werden die Ritter der Tafelrunde. Band 2 kommt jetzt im Oktober raus, deshalb habe ich das Buch auch mit in die Liste mit aufgenommen, um es euch einfach nochmal unter die Nase zu reiben. Ich möchte Lena einfach supporten, wo ich kann, weil sie einfach ja mittlerweile meine liebste deutsche Autorin geworden ist. Ich liebe die Ophelia Scale-Reihe, ich liebe die Westwell-Reihe, ich liebe die Nights-Reihe. Und ich werde jetzt auch nochmal die Don't Love-Reihe, ich weiß nicht genau mehr, wie sie heißt, Reihe rereaden, weil ich da einfach maximal Bock drauf habe. Aber jetzt erzähle ich euch, um was es in Westwell geht. Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherzustellen, koste es, was es wolle. 2,5 Jahre ist es schon her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden. Und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalshaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Coldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser seines Seins hassen müsste. Und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Eine wundervolle Reihe. Ihr Lieben, das waren alle meine Bücher einer Reihe, bei der ich erst Band 1 gelesen habe. Ich hätte euch doch mehr offene Reihen zeigen können, aber da habe ich mehr als einen Band gelesen. Vielleicht mache ich irgendwann mal nochmal ein Video, wenn ja, sich der Stapel etwas geändert hat mit allgemein offenen Reihen im New Adult Bereich und dann haben wir vielleicht noch mal andere Bücher auf der Liste. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Der Nerv und ich gehen jetzt noch eine Runde spazieren. Es hat, glaube ich, gerade aufgehört zu regnen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns auch bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!